Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Ja, und zu Beginn der Sendung, wie schon erwähnt, ist uns jetzt der Außenminister zugeschaltet. Direkt aus dem Außenministerium, Außenminister Schallenberg. Schönen Abend, Herr Minister. Schönen Abend, danke für die Einladung. Das war ja heute ein hektischer Montag für Sie, der sich über dieses Wochenende entwickelt hat. Denn plötzlich sind Sie als Außenminister in einen Krieg verwickelt. Wer hätte das gedacht fürs kleine Österreich? Sie sind mittlerweile sozusagen einer, der einen veritablen Grenzkrieg lösen muss, nämlich den zwischen Österreich und Deutschland oder, um exakt zu sein, den zwischen Tirol und Bayern. Was machen Sie da jetzt genau, Herr Minister, um diese doch schwierige Situation wieder in den Griff zu bekommen? Also Sie werden verstehen, dass ich natürlich den Begriff Krieg nicht verwende. Es geht hier um das gemeinsame Ringen, um die bestmögliche Lösung, um pragmatische Lösungen. Und ich glaube, wir müssen uns eines bewusst sein. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Italien, Österreich, Deutschland für die wichtigste Wirtschaftsader dieses Binnenmarktes, dieses Kontinents. Und das ist nun einmal die Brennerachse. Und da kann man nicht leichtfertig Maßnahmen setzen, die eventuell ungewollte Auswirkungen auf unsere Wirtschaft haben. Das heißt, Sie sind eigentlich sehr enttäuscht, man könnte auch sagen empört über das, was Deutschland hier an der Grenze seit heute früh veranstaltet. Also ich muss ganz offen sagen, wir müssen schon aufpassen, unsere deutschen Freunde, mit denen wir eine sehr gute Gesprächsbasis haben, dass sie das Kind mit dem Bade nicht ausschütten. Und auch der französische EU-Kollege hat gesagt, das sind sehr harte Maßnahmen. Auch die Kommission hat ja gesagt, man möge von pauschalen Reiseverboten Abstand nehmen. Also ich glaube, man muss hier sehr vorsichtig sein. Und wir haben ein gemeinsames Interesse. Wir haben es bisher geschafft, in den Lockdowns der Vergangenheit sozusagen den Schutz der Gesundheit Hand in Hand gehen zu lassen mit einem möglichen Schutz der Wirtschaft. Und das sollte uns jetzt auch gelingen. Denn Sie haben schon angesprochen, Herr Minister, wir haben ja jetzt ein großes Problem seit heute früh. Es ist ja nicht nur den Tiroler Pendlern verboten, nach Deutschland auszupendeln, das betrifft einige Tausend, sondern die Deutschen haben ja das große deutsche Eck lahmgelegt und damit den gesamten Transitverkehr innerhalb Österreichs zwischen Vorarlberg, Tirol, Wien, möglicherweise auch zwischen Italien und Wien. Man kommt da ins restliche Österreich nicht mehr durch mit dem LKW, richtig? Genau, wir haben in Wirklichkeit drei Problembereiche. Das eine ist der Transit, also der Güterverkehr durch Tirol. Der zweite ist der Ost-West-Bewegung, wie Sie richtig sagen, Tirol, Vorarlberg, über das, was wir es nennen, deutsche Eck Richtung Restösterreich. Und das dritte Problem sind die Pendler. Und wir drängen hier auf Deutschland, wir sind laufend im Gespräch mit Ihnen, dass wir hier möglichst praxisnahe und pragmatische Lösungen finden. Jetzt haben Sie einen sehr ungewöhnlichen Schritt gewählt. Sie haben den deutschen Botschafter vorgeladen ins Ministerium. Das ist ja normalerweise nur sozusagen bösartigen Staaten vorbehalten. Ich glaube, es ist zum ersten Mal seit Ewigkeiten, dass der deutsche Botschafter ins Ministerium vorgeladen wurde. Warum? Also er wurde nicht vorgeladen oder zitiert, sondern es war eine Einladung zum Gespräch. Wir setzen auf allen Ebenen an. Auch unsere Botschaft in Berlin ist seit Tagen aktiv und ich muss auch den deutschen Nachbarn danken für die enge Einbindung eigentlich unserer Beamten in Berlin und unserer Vertretung. Aber wir wollten das auf allen Ebenen klare Botschaften vermitteln. Ich habe natürlich auch mit meinem Gegenüber Heiko Maas gesprochen, der Innenminister mit seinem Gegenüber, auch die Wirtschaftsministerin Schramböck. Das heißt, wir versuchen hier auf allen Ebenen voranzugehen, weil das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da geht es einerseits um Tirol, aber auch um Österreich und letztlich um die, wie ich schon gesagt habe, wichtigste Wirtschaftsader der Wirtschaft dieses Kontinents und dieses Binnenmarkts. Und Herr Minister, sind Sie jetzt da weitergekommen heute, Sie und Ihre Kollegen? Gibt es eine Lockerung oder bleibt alles so, wie es ist und wird morgen noch mit derselben Härte vorgegangen? Also wir sind noch daran. Ich hoffe, dass wir zumindest beim Ost-West-Transit, das heißt der Bewegung von Österreichern übers deutsche Eck, hier eine Lösung, eine pragmatische, möglich ist. Aber bei den Pendlern haben wir de facto immer noch ein völlig inakzeptables Damoklesschwert über uns herrschen. Über uns hängen. Wir wissen nicht, was sind diese systemrelevanten Pendler und Unternehmen. Die Listen liegen nicht vor, die Unternehmen liegen nicht vor und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Tirol, die Tausenden, fragen sich,
kann ich eigentlich am Mittwoch noch über die Grenze fahren? Das ist eigentlich kein wirklich akzeptabler Zustand. Da müssen wir noch in den nächsten Stunden eine Lösung finden und wir arbeiten mit Hochdruck daran. Aber auch der Transit ist ja eine Katastrophe, weil wenn es tatsächlich so ist, dass LKWs, Lieferwagen, auch Personen, die von Tirol, Vorarlberg oder aus der Schweiz oder aus Italien nach Wien müssen, nicht mehr übers deutsche Eck fahren können. Und das ist ja so, Herr Minister, oder? Das ist momentan das Problem. Ost-West ist die Bewegung völlig ausgesetzt. Nord-Süd haben wir die Problematik, dass plötzlich Lkw-Fahrer sehr überraschend Tests beibringen müssen. Und wir hören ja schon von italienischen Frechterunternehmen, deutschen Frechterunternehmen hier Kritik. Die Angst besteht ja nicht nur bei uns, sondern es sind auch ganz unmittelbar deutsche Unternehmen davon getroffen. Wir haben ja das Stichwort Automobilindustrie, wo sie sagen, dass sie eventuell gewisse Werke sogar stilllegen müssen. Also unsere Frechter müssen ja dann praktisch von Kufstein durch Tirol nach Bischofshofen und dann über die Tauernautobahn zurück nach Wien. Das ist derzeit unsere Transitroute, richtig? Also wir werden hier natürlich pragmatische Lösungen finden, auch so allen schon in Verona versucht zu teilen. Diejenigen, die nach Deutschland fahren sollen, sollen sozusagen über Tirol vermeiden. Aber ganz offen gestanden, wenn es hier um Pandemie geht, und noch einmal, wir haben das vollste Verständnis und es völlig legitim, dass man sich zu schützen versucht. Aber man soll mir bitte erklären, wie jemand, der in einem Stück über den Brenner durchfährt und nach wenigen Stunden in Deutschland sich in irgendeiner Form anstecken soll. Also das ist mir ein bisschen unerklärlich und ich glaube, hier wird teilweise übers Ziel hinausgeschossen. Und Herr Minister, ich nehme an, Sie sind auch der Meinung, dass das nicht gerechtfertigt ist, diese Grenzsperre, weil Tirol ja mit der Inzidenz sehr weit unten ist. Was haben Sie denn den deutschen Kollegen, Ihrem vis-à-vis Heiko Maas, gesagt als Argument? Naja, es geht ja den Deutschen nicht so sehr um die Inzidenz, sondern es geht ihnen um die Mutationen. Und das haben sie ja sowohl bei der Tschechischen Republik als auch bei Tirol so erklärt. Und man muss auch hier aus österreichischer Sicht sehen, sie haben im Unterschied zu den Maßnahmen gegen die Republik, die das ganze Land betreffen, sehr anerkennend darüber gesprochen, dass wir in Österreich ja sehr schmerzhafte Schritte schon gesetzt haben und sie daher sozusagen das nur gegenüber Tirol gemacht haben. Aber es ging ihnen nicht um die Inzidenzen noch einmal, sondern um die Mutationen. Aber diese Mutationen sind ja bis jetzt nicht wirklich schlagend, weil ja in Tirol ganz wenige dieser Mutationen aktiv sind. Ja, das Problem ist, es ist Tirol von den Zahlen her europaweit immer noch sozusagen ganz weit oben, was die südafrikanische Mutation betrifft. Und das große Risiko, das wir noch nicht ganz klar beantworten können, ist, unsere ganze Exit-Strategie aus dieser Situation, in der wir uns seit Monaten befinden, sind die Impfstoffe. Und wenn wir jetzt plötzlich eine Mutation vor uns haben, die das in Frage stellt, wo nicht klar ist, ob unsere Exit-Strategie, die ja für ganz Europa gilt, dann überhaupt noch greift, dann sind tatsächlich Maßnahmen angemessen und notwendig. Also Sie verstehen die Deutschen eigentlich? Naja, ich verstehe, und das ist legitim, auch wir haben Maßnahmen gesetzt, aber die Deutschen schießen übers Ziel hinaus. Es geht hier um Verhältnismäßigkeit, es geht um Berechenbarkeit und es geht um einen wesentlichen Wert, gerade in dieser volatilen Phase für die Wirtschaft, nämlich Vertrauen. Und wenn man am Montag noch nicht weiß, was am Mittwoch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern an der Grenze geschieht. Und wenn wir am Samstag darum ringen, Antworten zu kriegen, weil es am Montag eventuell schon zur Anwendung kommt, das ist kein Zustand, der in so einem ganz wesentlichen Achse zwischen Österreich und Deutschland eigentlich zulässig ist. Gibt es einen Kompromiss, den Sie den Deutschen angeboten haben, Herr Minister? Also wir arbeiten jetzt in bestimmten Bereichen. Wesentlicher Fokus ist zum Beispiel der Ost-West-Transit über das deutsche Eck. Und wir versuchen auch mit der Europäischen Kommission und mit Italien gemeinsam auf Deutschland einzuwirken. Regelungen gelten ja jetzt für eine gewisse Zeit, für circa 10 Tage. Und dass es dann ein Ende hat oder dass wir sehr schnell auch pragmatisch sie umgesetzt werden. Das ist ja ein wesentlicher Punkt, den wir in der Vergangenheit als Erfahrung haben. Das eine ist das, was sozusagen im Text steht. Das andere ist, wie es dann wirklich an der bayerischen Grenze umgesetzt wird. Und das ist manchmal leider Gottes nicht ganz dasselbe. Jetzt ist ja wahrscheinlich eine der Dinge, die Sie entsetzt, Herr Minister, dass wir jetzt mitten in Europa in einer so heiklen Situation einen so, man könnte sagen, kindischen, pubertären Grenzkrieg haben. Naja, das ist ja irgendwo der Punkt. Wir haben ja im Grunde genommen im ganzen Jahr 2020
genau solche Situationen vermieden. Da haben wir es auch geschafft. Und man hat ein bisschen das Gefühl, man erinnert sich daran, wenn der erste Schnee fällt, tut jeder Autofahrer so, als würde er das erste Mal mit Schnee konfrontiert sein. Und es wundert mich jetzt, dass wir nach 12 Monaten Pandemie wieder zum ersten Mal eigentlich in eine Situation verfallen, die wir bis eigentlich immer vermeiden konnten. Und ich bin weiterhin zuversichtlich, dass wir mit den deutschen Nachbarn auf einen grünen Zweig kommen und hier sehr rasch wieder in eine gewisse Normalität zurückfinden. Jetzt ist ja der Rambo in dieser Sache der bayerische Ministerpräsident Söder. Der Tiroler Landeshauptmann Platter und Innenminister Nehammer haben Söder sehr scharf attackiert. Sie auch? Also ich glaube, mit sozusagen starken, markigen Sprüchen vom Nachbarn, das hilft niemandem, wir kommen in der Situation nicht weiter. Mein Ansinnen, unser Ansinnen als Bundesregierung ist hier, Lösungen zu finden für die Tirolerinnen und Tiroler, für unsere Wirtschaft, Berechenbarkeit wiederherzustellen und zu vermeiden, wie Sie es ja andeuten, dass wir im Februar 2021 in eine Situation fallen, die wir sogar im März 2020 haben vermeiden können, dass die erste Lockdown-Welle auf uns zukam. Wir sollten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und besser werden und nicht schlechter werden. Herr Minister, jetzt kommt ja der Rat der Außenminister in Brüssel auf Sie zu. Wird das dort ein Thema werden, ein wichtiges? Nein, das ist an sich kein Thema der EU-Außenminister. Ich werde es natürlich dieses Treffen dazu nutzen, um dort auch mit meinem Kollegen Heiko Maas zu sprechen, selbstverständlich auch mit Luigi Di Maio, der weiterhin Außenminister Italiens bleibt. Und das wird sicher am Rande ein Thema sein, aber es steht nicht auf der Tagesordnung. Das große Thema dort ist ja, wenn ich richtig informiert bin, Russland, die ganze Nawalny-Causa und die Frage, welche Maßnahmen werden jetzt gegen Russland ergriffen und traut sich die EU, hier wirklich einmal Maßnahmen zu setzen, die Russland wehtun. Was ist denn Ihr Punkt dazu? Nun, ich glaube, dass wir bei Nawalny eine ganz klare Linie in der Europäischen Union verfolgen und die müssen wir konsequent fortsetzen. Die Vorgangsweise, das Attentat gegen ihn, die Verhaftung der Rückkehr, die Urteilsverkündung, das ist für uns nicht akzeptabel. Und ich habe mich schon in der Vergangenheit dafür ausgesprochen, dass wir hier als Europäische Union weitere Sanktionsschritte im Rahmen des Menschenrechtssanktionsregimes uns überlegen müssen. Aber, das betone ich, gezielte Sanktionen. Also ich rede nicht von Wirtschaftssanktionen gegen Russland, sondern von gezielten Sanktionen gegen Personen im Justizbereich, im Sicherheitsbereich, die für diese Maßnahmen gegen Nawalny verantwortlich sind. Was stellen Sie sich da vor? Einreiseverbote, Kontobeschlagnahmungen oder was ist da Ihr Arsenal? Genau, das wäre also sozusagen Visaverbote, Asset Freeze, also Konteneinfrierungen, diese Art von Maßnahmen, wie sie in der Vergangenheit auch schon getroffen haben. Und das ist, glaube ich, ein Schritt, den wir setzen sollten als Europäische Union. Dazu bedarf es Einstimmigkeit, das muss ich dazu sagen. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir sie erreichen werden. Aber vergessen wir etwas nicht. Es hat der hohe Vertreter, Außenminister sozusagen, Josep Borrell, eine Reise nach Moskau gemacht in einer schwierigen Situation und wurde dort eigentlich vor der Öffentlichkeit vorgeführt, düpiert, indem Russland gleichzeitig 3 europäische Diplomaten ausgewiesen hat, zeitgleich zu seinem Gespräch mit dem russischen Außenminister. So geht man nicht mit einer Organisation um und mit Partnern um, mit denen man wieder eine vertrauensvolle Gesprächsbasis aufbauen will. Herr Minister, Sie wissen aber schon, dass hinter dieser ganzen Nawalny-Causa natürlich Putin persönlich steckt. Das heißt, es ist ja ganz nett, wenn Sie seine Helfershelfer da jetzt auf Einreiseverbote setzen. Aber eigentlich müssen Sie ja Sanktionen gegen Putin setzen, der ja von Österreich hofiert wird. Bussi, bussi. Ja, Punkt 1, wir haben Sanktionen gegen ihn seit der Annexion der Krim, seit der kriegerisch-militärischen Auseinandersetzung und Besetzung von der Ostukraine. Die sind da, die werden auch da bleiben, solange die Situation nicht geklärt sind. Und wir haben in der Zwischenzeit auch weitere Sanktionen gegen Einzelpersonen erlassen. Ich bin persönlich der Meinung, und nichts Bussi Bussi bitte, überhaupt nicht, sondern ganz klar zweigleisige Strategie gegenüber Russland. Dort, wo es notwendig ist, wo es um unsere Werte geht, wo es um Menschenrechte geht, müssen wir Kante zeigen und Profil zeigen. Wir müssen aber gleichzeitig mit Russland im Dialog bleiben. Ich bleibe dabei, es wird langfristig keine nachhaltige Stabilität und Sicherheit in Europa gegen Russland geben, sondern mit Russland. Russland ist Teil der europäischen Geschichte und wird es auch bleiben. Und wir müssen, glaube ich, diese
die wir auch in den vergangenen Jahren sehr geschickt gemacht haben, diese doppelgleisige Strategie als Europa weiter verfolgen, Kanteprofil wo notwendig, aber Dialogkanäle weiter aufmachen. Also die Ansage von Minister Schallenberg ist, die Sanktionen gegen Russland müssen deutlich verschärft werden. Gegen Einzelpersonen punktuell, für die verantwortlich sind, aber ich bin nicht für Wirtschaftssanktionen gegen Russland in dieser Phase. Das heißt, die Nord Stream-Leitung soll unangetastet bleiben, obwohl wir wissen, dass das natürlich für Putin einer der heikelsten Punkte ist. Ja, hier werden Äpfel mit Birnen eigentlich vermischt. Wir brauchen Russland. Das ist genau ein gutes Beispiel, wo wir eben auf Russland auch als Partner angewiesen sind bei unserer Versorgungssicherheit im Energiebereich. Ob jetzt Nord Stream 2 gebaut wird oder nicht, ändert das überhaupt nichts an der Tatsache. Das ist eine weitere zusätzliche Pipeline und führt sozusagen zu einer Diversifikation unserer Versorgungskanäle. Aber Russland bleibt der Partner und ich sehe überhaupt nicht ein, warum man hier Äpfel und Birnen vermischt. Und auch wenn man morgen beschlösse, Nord Stream 2 nicht zu machen, würde das bei unserer engen Zusammenarbeit und nicht zu sagen Abhängigkeit von Russland in diesem Bereich überhaupt nichts ändern. Wenn Sie sagen, die EU muss schärfer gegen Russland reagieren, unter anderem aufgrund der Ausweisung der 3 Diplomaten, die ja wirklich eine Brüskierung war, was heißt das? Sollen dann auch die russischen Diplomaten in der EU ausgewiesen werden? Soll es generell Verschärfungen geben in den Beziehungen zu Russland oder eben nur diese paar ganz netten, aber nicht wirklich schmerzhaften Sanktionen gegen Helfershelfer? Also ganz offen, so sehe ich das nicht und so ist auch nicht die Reaktion aus Moskau. Wenn man sieht, wie der Außenminister Sergej Lavrov reagiert hat auf die Möglichkeit, dass wieder gezielte Sanktionen gegen Einzelpersonen in den Raum gestellt werden, zeigt das, dass das sehr wohl dort wahrgenommen wird und eine Wirkung hat. Und Ausweisungen von Diplomaten, die Staaten, die betroffen waren, die 3, haben ihrerseits Diplomaten ausgewiesen. Wir Österreicher, so wie die anderen EU-Mitgliedstaaten, nicht. Aber dann muss ich darauf hinweisen, wir haben letzten Sommer einen russischen Diplomaten zur Persona non grata erklärt. Und ich werde nicht anstehen, falls Österreich wieder zu solchen ähnlichen Maßnahmen kommt, dass wir einen ähnlichen Schritt setzen, betreffend Russland oder irgendeinen anderen Drittstaat. Gut, danke, Herr Minister. Ich hoffe, Ihr ständiges Drängen in Richtung Öffnung zumindest des deutschen Ex wird morgen oder übermorgen von Erfolg gekrönt. Danke für die Zuschaltung. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann haben wir jenen Mann im Studio, der bei Minister Schallenberg und im Außenministerium schon gestern Abend vorgeladen war, angeblich zu Herrn Kopfwäsche oder, wie man sagt, für ein konstruktives Gespräch. Das wird uns gleich erklären. Der deutsche Botschafter gleich bei Fellner Live.